Lubie Serbsi Tovarski a Tovashojo. Lubie Serbse Hostjo. Wutrobnje Vitajce na Krajnim Stronskim Sistje Sakskeje Livici Tulev Krasnim Buduženje. Jemi Vosebita Rados Runje Tesch Was Vitač Maus Tute Jurli. Prošu Čujeće, soterje, a diskutujče sobu s nami. Jetzt auf Deutsch. Liebe sorbische Genossinnen und Genossen, liebe sorbische Gäste, herzlich willkommen auf dem Landesparteitag der Die Linke Sachsen hier im wunderschönen Bautzen. Es ist mir eine besondere Freude, gerade euch heute hier im Saal begrüßen zu dürfen. Bitte fühlt euch wohl und diskutiert mit uns. Ein herzliches Willkommen oder wie wir hier im Sorbischen auch sagen, Vitajce Knam, natürlich an euch, liebe Delegierte des Landesparteitages, an die Genossinnen des Bundesparteivorstandes, an die Vertreter der Gewerkschaft, an die Vertreter der parlamentarischen Vertretung, an die Medien und an die Ehrengäste und an alle sonstigen Besucher, Helfer und Anwesende hier in der Stadthalle Krone in Bautzen. Die Lausitz ist heute und morgen Gastgeberin für hoffentlich fruchtvolle Diskussionen. Es wird um Leitanträge wie Die Linke Sachsen, Die Linke Gestaltungspartei in Sachsen, unser Fahrplan für die Wahlen 2013-14 gehen und natürlich auch um die sozialpolitischen Leitlinien. Kollegin Klobisch, ich bin schon sehr gespannt auf deine Ausführung aus gewerkschaftlicher Sicht dazu. Natürlich wählen wir auch wieder einen Vorstand und weitere Gremienvertreter, auch auf Bundesebene. Ich wünsche allen Delegierten ein glückliches Händchen bei der Auswahl. Es wird nicht leicht. Die Linke in Sachsen sollte den Schwung, der vom Erfurter Programmparteitag ausging, aufnehmen. Eigene Akzente zum Verbreiten der linken Alternativen beitragen und die Gespräche, liebe Genossinnen und Genossen, die Gespräche mit den Menschen auf der Straße, in den Betrieben, in den Universitäten, in den Einkaufszentren, ja vielleicht auch in mancher Disco suchen. Nirgendwo im Freistaat darf es weiße Flecken geben, wo Desinformation, Gleichgültigkeit und ja auch neoliberales Gedankengut für genau die CDU-Ergebnisse sorgt, die für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen schon längst zur Verdunklung ihrer Zukunftsperspektive beigetragen hat. Abwanderung, Verkreisung, ausgedünnte Infrastruktur auf dem flachen Land, bröckelnder ÖPNV, klamme kommunale Kassen, fehlende Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, Investitionsstau, wohin man schaut. Das ist die Realität im Musterland Sachsen und nicht nur da. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es so schön im Grundgesetz der Bundesrepublik. Liebe Genossinnen und Genossen, Worte, Worte, nichts als Worte. Die Linke stellt mit ihrem Programm, was wir jetzt in Erfurt beschlossen haben, endlich diese Würde wieder her. Mit unseren sozialpolitischen Leitlinien konkretisieren wir als sächsische Linke diese Vorstellungen. Lasst uns dies neben all dem, was sonst noch auf Parteitagen besprochen wird, hier in Bautzen die nächsten zwei Tage fruchtbar, würdevoll und mit großer Leidenschaft tun. Der Kreisverband Die Linke Bautzen freut sich, dass ihr euch heute alle hier eingefunden habt und morgen. Wir wünschen viel Erfolg bei dem, was wir gemeinsam tun. Vielen Dank und Glück auf!